John Deere garantiert geringe Kraftstoffverbrauchswerte im Transport für unsere 6R6-Zylinder, 7R und 8R-Traktoren. Verbrauchen Sie mehr als den von uns versprochenen Wert, bekommen Sie die Differenz ausgezahlt. Aber bleiben Sie sogar unter dem von uns versprochenen Kraftstoffverbrauchswert, bekommen Sie die Differenz doppelt ausgezahlt. Das klingt nach einem guten Deal, oder? Heute haben wir für Sie dieses Video vorbereitet, um Ihre Maschine bestmöglich zu optimieren in Bezug auf Kraftstoffeinsparung. Im Tipp Nummer 1 geht es um Ballastierung. Reduzieren Sie das Traktorzusatzgewicht im Transport auf ein Minimum. Ist mit zusätzlichem Gewicht auch das Frontgewicht gemeint? Wir sagen ja. Das Zusatzgewicht kann zwar bei schweren Feldarbeiten für mehr Traktion sorgen, ist aber im Transport unnötig. Deswegen empfehlen wir auch, das Frontgewicht abzunehmen. Bei Tipp Nummer 2 sprechen wir über den Reifendruck. Wählen Sie im Transport immer einen höheren Reifendruck als auf dem Feld. Vorausgesetzt, der richtige Reifen ist ausgewählt und der Traktor ist optimal ballastiert, dann hat der richtige Reifen Luftdruck den größten Einfluss auf Ihre Kraftstoffeffizienz. Der richtige Luftdruck kann Ihnen Einsparungen von 5 bis 15% einbringen. Im Transport sollte der Reifenluftdruck immer höher sein als bei Zugarbeiten auf dem Feld. Höherer Reifenluftdruck reduziert den Rollwiderstand auf der Straße und somit auch Ihren Kraftstoffverbrauch. Um den effizientesten Reifenluftdruck für Ihren Traktor zu bestimmen, bieten unterschiedliche Reifenhersteller Online-Hilfsmittel wie zum Beispiel Apps, Online-Rechner oder auch Tabellen, die vor allem die reellen Achslasten mit einbeziehen und auch die Maximalgeschwindigkeit des Traktors. Um Ihre reellen Achslasten zu ermitteln, können Sie zum Beispiel Messwagen benutzen. Bei der weiteren Berechnung sollten Sie dann aber auch die maximale Geschwindigkeit Ihres Traktors mit in Betracht ziehen, damit der effizienteste Luftdruck für den Transport ermittelt werden kann. Weiterhin empfehlen wir außerdem, auch den Reifenluftdruck Ihres Anhängers mit in Betracht zu ziehen, da auch dieser eine große Wirkung auf die Kraftstoffeffizienz Ihres Traktors hat. Wir reden nun eigentlich in dem ganzen Video nur über Optimierungsoptionen im Transport. Für die Feldarbeiten sind andere Parameter entscheidend. Haben Sie noch weitere Tipps in Bezug auf Optimierung, dann hinterlassen Sie uns hier unten Ihre Kommentare. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Damit verabschiede ich mich für heute. Und bis zum nächsten Video.